Das ist noch nicht ein Monolith. Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Aber hier waren wir schon. Das ist, glaube ich, nicht der Monolith, den der meint. Beute aus unseren Außenposten und eine Archenrettungskapsel? Wo haben Sie die denn her? Ist doch egal. Wir werden sie Ihnen jedenfalls nicht überlassen. Wir müssen sie aus der Nähe scannen. Was scannen? Wir haben doch schon gescannt. Die Systeme versagen, Pathfinder. Die Lebenserhaltung ist im kritischen Bereich. Die normale Belastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. Wie kommen wir denn da ran?
komme aus dem Tunnel raus. Hier oben steht dieses Ding. Da müssen wir hin. Doch, da haben wir so Hunger. Keine Spur von diesen Arbeitern. Aber irgendjemand hat seine Ausrüstung zurückgelassen. Moment. Ich habe hier einen offenen Kommkanal. Leicht verdientes Geld. Sobald sich die elektrische Ladung aufbaut, haben wir ein paar nette, gehorsame Relikte. Diesmal solltest du dir besser ganz sicher sein. Lexi, wir haben eine weitere Kolonistin gefunden. Es sind so viele. In Ordnung. Schicken Sie mir Ihre Daten. Wir sind nah dran. Ich weiß es einfach. Sobald unser Linguist hier ist, werden wir dieses Rätsel lösen. Hier ist so viel Technologie, sie muss uns einfach irgendwie weiterhelfen. Und dann sehe ich auch endlich Kari wieder. Unser Start war vielleicht ein bisschen holprig, aber wir werden es schaffen. Wir... Oh nein. Nein! Verdammt. Die Relikte sind nicht nur Bots und blauer Himmel. Bleiben Sie vorsichtig. Sie sind besser, als Ihre Ausbildung vermuten lässt. Sie hatten einen Mentor. Ich hatte ein Team, das nicht wollte, dass ich draufgehe. Wie jetzt auch, oder? Wie wir alle jetzt auch. Viel zu weit weg. Wir müssen hier runter. Hudus? Klingt irgendwie unheimlich, oder? Helfen Sie uns! Bitte!
einer ist tot. Ich jetzt willst du nicht mit mir reden? Gott sei Dank. Sie haben uns gefunden. Nur leider nicht rechtzeitig. Ich habe es versucht. Ich habe ein Datenpad im Außenposten gelassen. Jennings hätte mich umgebracht, wenn er davon gewusst hätte. Er wollte seine eigene Armee aus Reliktarbeitern. Und er hat sie bekommen. Was hatte Jennings hier vor? Er dachte, ein spezieller Stromschlag würde die Relikte gefügig machen. Aber Sie sehen ja, wie das ausgegangen ist. Ich werde Bradley erzählen, was geschehen ist. Er wird dafür sorgen, dass so etwas nie wieder vorkommt. Ja, leider konnte man nicht alle retten. Der hat es nicht geschafft, Kollege hier. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Tempest ist ein guter Name. Nicht der beste, aber gut. Und was wäre der beste Name? Hey, nur weil ich mich beschwere, bedeutet das nicht, dass ich darüber entscheiden will. Das bedeutet es nie. Pathfinder, die Relikte haben die Landschaft vor uns verändert. Aber hier waren wir doch schon mal. Hey, lass mal leben. Dort vorne ist ein Shuttle der Initiative. Es sieht ziemlich mitgenommen aus. Das sollten wir uns mal ansehen. Wenn auch nur, um sicherzustellen, dass die Kette es nicht kriegen. Alle Komponenten von Anlage 2 liegen jetzt vor. Dann gehen wir jetzt zur Forschungsstation von Anlage 2 und finden heraus, was man damit anfangen kann. Das hier ist nicht unbedingt der klassische Weihnachtsplanet.
Sobald wir wissen, was für Jahreszeiten es hier gibt, wird es auf Eos auch Feiertage und Urlaube geben. Ich versuche mir vorzustellen, was alles möglich wäre. In 50 Jahren machen die Leute hier vielleicht Ferien am Strand. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Gehen wir zur Forschungsstation. Mal sehen, was wir haben. Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Außenposten. Er hat bestimmt eine besondere Bedeutung für Sie. Ich hoffe, Prodromos wird hohe Maßstäbe setzen. Ich bin echt gespannt, was die Initiative aus diesem Planeten machen wird. Ich mag es, über Dünen zu springen und mit allen 6 Rädern in der Luft.
Na gut. Dann würde ich sagen, Gil hatte Nomad perfekt auf EOS eingestellt. Sind im Steigflug. Atmosphärenaustritt erfolgt. Bevor wir mit der Besprechung beginnen, möchte ich PB und Drac noch ihre Quartiere zuweisen. Ich habe meinen Rucksack schon in die Küche gestellt. Ich würde gerne dort bleiben, falls das okay ist. Und ich bin in einer der Rettungskapseln. Das ist mehr mein Ding. Das ist fantastisch. Willkommen an Bord. Irgendwelche Anmerkungen, Ryder? Das ist kein militärisches Schiff, aber Regeln sind notwendig. Erfragen Sie künftig vorher das Protokoll. Reden wir über unseren Erfolg auf EOS. Wir haben unseren ersten richtigen Außenposten errichtet und darüber hinaus noch mehr geleistet. Wir haben die Relikte entdeckt und sind in ihr Gewölbe eingedrungen. Und wurden nicht getötet. Haben die Strahlenkrankheit überwunden. Sogar mehrfach. Und sind nicht gestorben. Wurden an jeder Ecke von Cat angegriffen. Und wurden wieder nicht getötet. Sie sollten die Messlatte für das, was als Erfolg gilt, wirklich etwas höher legen. Sollen wir vielleicht die kroganische Definition von Erfolg nehmen, durch die ihre Heimatwelt von ihren eigenen Leuten zerbombt wurde? Auch wieder wahr. Konzentrieren wir uns auf die aktuelle Aufgabe, den Blick nach vorne. Genau. Ich habe dazu nur eine Frage. Wann greifen wir das nächste Gewölbe an? Es sah aktiv aus. Wir müssen handeln. Langsam, langsam. Wir dürfen keinesfalls vorschnell handeln. Die Initiative hat Prioritäten. Das Team bestimmt, was gemacht wird. Genau genommen bestimmt der Pathfinder, was gemacht wird. Nur damit das klar ist. Also, was brauchen Sie von uns, Ryder? Tja. Das wäre professionell mehr, das wäre mehr. Ja, wir müssen auf jeden Fall miteinander auskommen. Lassen Sie uns einander freundlich behandeln und Vertrauen geben. In dieser Hölle eine Heimat für Zehntausende zu finden, ist stressig genug. Auch ohne Probleme miteinander. Verstanden, Boss. Kroganer sind bekannt dafür, gut mit anderen auszukommen. Aber nicht für ihre Bescheidenheit oder ihre präzise Selbsteinschätzung. Okay, zurück auf die Nexus. PB, Drac, lassen Sie sich von Lexi durchchecken. Gute Besprechung. Ein sicherer Außenposten. Endlich.
Wir haben also eine neue Passagierin. Sie meinen Phoebe? Ja, und sie hat sich entschieden, sich in einer der Rettungskapseln einzurichten. Man muss keine Psychologin sein, um daraus zu schließen, dass da jemand Bindungsängste hat. Wie schlägt sich die Crew ihrer Ansicht nach? Ich erzähle Ihnen gerne, was ich denke, solange ich damit nicht meine ärztliche Schweigepflicht verletze. Um wen genau geht es Ihnen denn? Ich ordne Sie in den Akten und meinem Gehirn nach Spezies ein. Warum sortieren Sie sie auf diese Weise? Warum nicht? Das macht es einfacher, bestimmte Verhaltensmuster zu erkennen. Wie kommen die menschlichen Crewmitglieder zurecht? Davon gibt es viele. Über wen genau möchten Sie reden? Wie geht's Cora? Sie verarbeitet noch, was geschehen ist. Ihr Vater war ihr Mentor. Sie dachte immer, sie würde seine Nachfolge antreten, doch stattdessen hat er den Posten des Pathfinders ihnen übertragen. Sie vertraut zwar seinem Urteil, aber das heißt nicht, dass es sie nicht verwirrt oder sogar verletzt. Was ist mit Gil? Gil nutzt seinen Humor, um sich selbst zu schützen. Er würde sich eher im Nomad verkriechen, als sich offen mit Gefühlen zu befassen. Geht's Suvi gut? Sie ist bemerkenswert anpassungsfähig. Ich bin fast ein bisschen neidisch auf sie. Wie geht's Liam? Liam ist eine echte Herausforderung. Jedes Mal, wenn ich ihn gerade wieder zusammengeflickt habe, bricht er sich irgendwas anderes. Seine Wir-können-nicht-verlieren-Einstellung ist bewundernswert. Aber ich mache mir Sorgen, wie er damit umgehen wird, falls doch mal etwas schief geht. Ich wüsste gerne, was Sie über die nichtmenschlichen Crewmitglieder denken. In Ordnung. Fragen Sie. Geht es Phoebe gut? Sie geht mir aus dem Weg. Als würde ich ihr jedes Mal, wenn sie mir zu nahe kommt, eine Spritze verpassen. Um ehrlich zu sein, machen Sie das ja auch. Zumindest bei mir. Aber doch nicht auf dem Gang. Erzählen Sie mir etwas über Vetra. Vetra ist es gewohnt, dass jemand von ihr abhängig ist. Ich denke, das ist auch der Grund für ihren Einfallsreichtum und den Drang, sich um andere zu kümmern. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, sie sollte sich ein wenig mehr Zeit für sich selbst nehmen. Wie geht's unserem Salarianer? Er ist ein ziemliches Klatschmaul. Aber äußerst verschlossen, was ihn selbst angeht. Geht es Drag gut? Dem alten Mistkerl geht's immer gut. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so stur und gleichzeitig so dankbar sein kann. Könnten Sie bitte auf ihn aufpassen, Ryder? Keine Sorge, Lexi. Ich werde ihn im Auge behalten. Danke. Und es wäre vielleicht besser, wenn Sie nicht erwähnen, dass ich Sie darum gebeten habe. Danke für Ihre Offenheit. Ich muss mit Ihnen reden. Es geht um etwas Privates. Natürlich. Dafür bin ich ja da. Als mein Vater gestorben ist, hat er bestimmte Bereiche von Sams Speicher blockiert. Dinge, von denen er nicht wollte, dass ich sie sehe. Oder von denen er dachte, dass sie noch nicht bereit dafür sind. Mag sein. Jedenfalls habe ich diesen Auslöser entdeckt. Er hat ein Erinnerungsfragment meines Vaters auf der Citadel freigegeben. Aus der Zeit, als die Allianz seine KI-Pläne abgelehnt hat. Und als er herausfand, dass die Krankheit meiner Mutter tödlich verlaufen würde. Was denken Sie? Wieso hat Ihr Vater gerade diese Erinnerung ausgewählt? Es war der Moment, in dem seine Reise nach Andromeda wirklich begann. Diese Ereignisse haben dazu geführt, dass Ihre Familie einen neuen Weg eingeschlagen hat. Ja, danke, Lexi. Es tut gut, darüber zu reden. Wie lange sind Sie und Harry schon befreundet? Lange. Ich kannte ihn schon, als er noch nicht über seine Arthritis geklagt hat. Wir sind uns bei einem medizinischen Kongress auf der Citadel begegnet. Er referierte dort über Neurochirurgie in Umgebungen mit geringer Schwerkraft. Sein Namensschild war vollkommen zerknittert, aber er war so verdammt selbstbewusst. Ich wusste sofort, dass wir Freunde werden würden. Wie kamen Sie zur Medizin?
Meine Mutter war Tänzerin auf Omega und mein Vater war Türsteher. Ich habe ihn immer zusammengeflickt, wenn er mal wieder eine anstrengende Nacht hatte. Dabei ist ihm aufgefallen, wie ruhig meine Hände waren. Sie steckten jeden Credit, den sie verdient haben, in meine Ausbildung. Sind Sie auch hier in Helios? Nein, sie sind beide bei einem Revierkampf ums Leben gekommen. Das hat es mir leichter gemacht, die Milchstraße hinter mir zu lassen. Wie ist eine Asari-Ärztin auf der menschlichen Arche gelandet? Ich bin Expertin für Alien-Anatomie, erinnern Sie sich? Das schließt auch Menschen mit ein. Außerdem hatte Harry darauf bestanden. Vielleicht wusste er ja schon damals, dass er später den Job mit mir tauschen wollte. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Gut. Wo ist mein Datenpad? Oh, wie bist du denn da runtergekommen? Suvi, haben Sie gerade mit Ihrem Notizbuch geredet? Oh ja, schon möglich. Das mache ich manchmal.